Ja, willkommen zurück bei Wing Commander 3. Heute wollen wir mal sehen, wie sich die Story weiterentwickelt. In der letzten Folge haben wir ja unsere erste Mission geflogen und sind hier auf dem Kreuzer angekommen. Ja, und jetzt schauen wir uns erstmal wieder hier auf dem Schiff um, ob wir mit irgendjemand reden können oder so. Jetzt gehen wir zum Aufzug. Ja, da kommt gleich der Aufzug. Jetzt ist er da. So, fahren wir erstmal zur Bodenebene. Du Held. So, mal sehen, ob sich hier jemand Interessantes aufhält. Aha. Vaquero. Den kennen wir noch nicht, also reden wir jetzt mal mit dem. Oh, guten Tag, Sir. Na schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine Trefferquote. Aber meine Familie? Die baut Gitarren seit vielen Generationen. Ich habe eine, die ist schon fast 200 Jahre alt. Ihr Klang, der wird immer schöner und satter. Irgendwann werde ich ein Restaurant aufmachen und lass dort die besten Musiker auftreten. Für Kampfpiloten, wie ich es bin oder Sie. Wer weiß, wie viele von uns überleben werden. Am besten, Sie suchen sich andere Stammkunden. Von mir aus. Dieses Lokal wird sicher ein ganz großer Erfolg. Ich werde dann tagelang faulenzen, den schönen Frauen 1000 Komplimente machen und den Gitarrenklängen lauschen. Klingt ganz vernünftig. Er ist nicht richtig bei der Sache. Also klingt ja ganz vernünftig, ist ja ein netter Kerl. Klingt ganz vernünftig. Das ist ein schöner Traum, Vaquero. Halten Sie an ihm fest. Ja, das mache ich, Sir. Für manche ist das Töten das reinste Vergnügen. Ich? Ich tue es nur, weil es meine Pflicht ist, verstehen Sie? Okay, haben wir eine neue Bekanntschaft gemacht. Das können wir gleich mal auf der Einsatzliste sehen. Er hat 8 Abschüsse, wir haben bis jetzt 4. Wir haben ja aber auch so eine Runde gedreht. Gut. Jetzt gehen wir mal in die Schlafkoje und gucken, ob da noch jemand ist. Aha. Da können wir jetzt mit Cobra sprechen. Wir sollten mal miteinander reden, Lieutenant. Da gibt's nicht viel zu reden, fürchte ich. Sie sind mit der Katze geflogen und haben ihren Auftrag erfüllt. Falls Sie damit Hobbs machen... Ich kann nicht mit ihm fliegen, Sir. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das klar? Sie bestehen besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Wieso nicht? Sagen wir einfach, ich bin etwas starrköpfig. Und nichts, was Sie tun, wird daran was ändern. Na gut. Ich werde versuchen, Sie und Hobbs bei Offensiveinsätzen getrennt zu halten. Ich will aber keine bevorzugte Behandlung. Wir brauchen jeden guten Piloten, den wir haben. Und nur damit Sie es wissen, ich vertraue Hobbs blindlings. Das ist Ihre Sache. Okay, da scheint es später Probleme zu geben, sicherlich. Wollen wir nochmal in unserem Schließfach einen Blick werfen? Hallo, mon ami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia habt einen guten Flug. Ich bin gerade dabei, einen verdeckten Einsatz mit Admiral Tolvin hinter mich zu bringen. Ich fürchte, wir werden noch etwas länger getrennt sein. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich. Okay, das hatten wir letztens schon. Cobra waren wir nicht nochmal zu sprechen. Gehen wir wieder zum Freizeitraum. Tür auf, Tür zu. Und jetzt zurück zum Aufzug. Der Barkeeper hier hinten, der ist nicht ansprechbar. Jetzt geht's wieder ganz nach oben.
Okay, hier scheint erstmal niemand zu sein, den man sich unterhalten kann, aber vielleicht gehen wir jetzt mal zur Feuerleitzentrale und da ist vielleicht jemand. Okay, diesmal ist auch die Feuerleitzentrale leer. Also gehen wir wieder ganz nach unten und schauen wir unseren nächsten Auftrag an. Und jetzt zum Fahrstuhl. So, mal Türe öffnen. Und ganz nach unten. Zur Flugebene. Hier sind, können wir auch noch mal einen Blick aufs Flugdeck werfen. Diesmal ein bisschen gemütlicher. Ja, da steht unser Schiff. Und jetzt gehen wir mal zurück und machen den nächsten Einsatz. Gut, also wir haben alle Bereiche untersucht. Mehr Gespräche stehen erstmal nicht an. Also auf zur Einsatzbesprechung. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Eine unserer Bodenstationen meldet in diesen Regionen Kilorathi-Aktivitäten. Ich möchte, dass Sie der Patrouille fliegen und die Bereiche vom Feind säubern. Der Bericht der Station ist nicht ganz eindeutig. Kann sein, dass Sie da auf ein Flaggschiff der Kilorathi stoßen. Oh oh. Viel Erfolg, Colonel. Danke, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Ah, jetzt ist der Auswahl schon ein bisschen größer. Cobra, Maniac, Vaquero, Vagabond und Hobbs. Tja, nehmen wir mal einen Hobbs wieder mit. Weil das so schöne Katze ist. Hobbs, du wirst diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Gut. Viel Glück. Danke. So, der Rätsel steht wieder bereit. Was meinst du diesmal? Ah, jetzt kann man hier konfigurieren, was man haben will. Aufhängung 1, geladen 3, Image Rack, Missile, Medium. So, so. Freund-Feind-Raketen. Leech. Dumpfire. Jetzt die Suchraketen. Image-Schreck, also Bilderkennung. Machen wir Bilderkennung. So. Das ist unser Schiff. Das kann man auch wechseln. Thunderbolt. Ein bisschen ist dicker, ist wahrscheinlich eher für mehr Raketen geeignet. Arrow. Hellcat. Ja, dann machen wir die Hellcat 5 oder V. Diesen Image-Rack. Okay. Ein Blick. So. Also auf geht's. Mal sehen. Starten automatisch. Und heben ab vom Trägerschiff. So. Da wären wir. Mal vielleicht die Mausempfindlichkeit ein bisschen umstellen. So vielleicht. So. Also. Reden wir mit Hobbs.
Wie sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Schäden zu vermelden habe. Okay, keinerlei Schäden, na gut. Also, da soll's hingehen. Gebiet anfliegen. Ich stelle gerade noch ein bisschen an der Mausgeschwindigkeit rum. So vielleicht. Und jetzt fliegen wir da mal hin und gucken, was dort auf uns wartet. So, es scheint nichts zu sein. Dann geht's weiter. Da ist bestimmt was. Einziges Schiff gesichtet, Colonel. Gleich mal eine Rakete hinschicken. Gut. Also die Rakete hat schon mal getroffen. So. Ja, muss mich halt noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Das ist auch nicht für Maussteuerung unbedingt gedacht. Helft mir! Antwort negativ, Colonel. Wir machen Lösen und Angreifen. Lösen und Angreifen! Greife jetzt Feind an! Okay. So. Sehen wir dann den Abschuss kriegt. Okay, danke Hobbs. Dann geht's jetzt weiter. Einziges Schiff gesichtet, Colonel. Okay, und was ist das davon? Das ist doch irgendein Trägerschiff, das sollen wir wohl nicht angreifen. Transporter. Können wir den angreifen? Oder schießt er dann auf uns? Oh, er schießt auf uns. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Versuchen wir mal ein paar Raketen drauf zu lassen. Na gut, lass mal in Ruhe. Das bringt nichts. Sofort an meiner Flanke formieren! Jawohl, Colonel! Gut, weg da. So, und jetzt fragen wir mal die Victory. Wie sieht es aus? Wir halten uns wacker, Sir. Gut, na dann. Wie sieht's aus? Ich bin froh, dass ich keinerlei Schäden zu vermelden habe. Na gut, logisch. So, erstmal langsamer werden. Wie ging das noch gleich? So ging das. Gut. Dann fragen wir mal die Victory. Um Landeerlaubnis. Bitte Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Hey, das war ein klarer Treffer für uns, Colonel. Sie können jetzt landen. Gut, dann landen wir mal. Gut, die Steuerung muss noch ein kleines bisschen üben. Ist nicht ganz so präzise wie Star Citizen. Aber vielleicht gehe ich auch mal in den Keller und höre meinen alten Joystick wieder hoch. Da geht's bestimmt einfach. So. Wir sind zurück. Tja, was meint sie? Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Gut, wir sind also jetzt hier wieder gelandet. Jetzt gehen wir zur Flugzentrale.
bisschen aus. So, hier ist diesmal niemand. Jetzt gehen wir aber ein bisschen Aufzug und gucken mal, wie da mit Leuten reden können. Das ist halt der Verlauf des Spiels. Eine Mission, dann mal wieder gucken, ob man hier Neues erfährt. Also auf zur Bodenebene. Das sind wir schon. Was heißt schon? Okay, was ist jetzt da? Der Rätschen ist ja mal auf den Drink hergegangen. Reden wir mal mit dir. Excalibur. Hi, Colonel. Hi. Setzen Sie sich doch. Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist. Stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß, nicht wahr? Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen? Sie müssen eine Inspektionsstand halten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Verläuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen. Okay, wieder was gelernt. Jetzt gucken wir mal auf unsere Einsatzliste. Wir haben 7 Abschüsse. Sind also vor Flint, mit dem wir noch nicht geredet haben. Und Hobbs hat einen gekriegt. Okay. Also, auf zu den Schlafkurien. Sehen, ob da diesmal noch überhaupt jemand ist. Nö. Und Splint gucken wir uns diesmal auch nicht an, weil das kennen wir ja. Also zurück zum Freizeitraum. Jetzt zum Fahrstuhl. Und jetzt schauen wir uns auf der Brückenebene um, wie das halt so gemacht wird. So, diesmal ist hier auch wieder niemand. Da bleibt ja nur noch die Feuerleitzentrale. Okay, nichts, also wieder runter. Und zum Aufzug. Da ist auch schon der Aufzug. Auch diesmal die Gesprächsausbeute nicht so groß. Jetzt gehen wir zur Flugebene wieder. Und abwärts. So. Und jetzt schauen wir, was unser nächster Einsatz ist. Also zur Besprechung. Colonel? Ihre Einstellung gefällt mir nicht. Offenbar denken Sie, dass Sie viel zu gut für meine Besatzung sind. Also schlage ich vor, dass Sie die Leute kennenlernen und mit ihnen zusammenfliegen. Ist das klar? Ich habe verstanden, Sir. Gut. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Viel Glück, Colonel. Okay, eine Verteidigungsmission. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Sehen, ob wir das schaffen. Ah, da wäre noch eins. Gut, also diesmal sollen wir einen Hobbs nicht mitnehmen. Tja, wir nehmen mal einen Vaquero mit. Vaquero, ich hätte gern, dass Sie neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Gucken wir nochmal zur Rachel. Die
Diesmal wird der Arrow vorgeschlagen. Hits zu Raketen. Na gut, bei mir aus. Probieren wir das mal. Nochmal einen Blick werfen. Und auf geht's, Mission zu fliegen. Aber schnell. Raus geht's mit unserem Aero-Schiff. Sehen, wie sich das fliegt. Oh, da sind wir. So, Autopilot aktiviert. Wir gehen erstmal auf die Sprechfrequenz. So. Also, fliegen wir mal zum nächsten Punkt und hoffen, dass da nicht zu viel Kirati auf uns warten. So, sind hier irgendwelche feindlichen Aktivitäten? Noch nicht. Sehen, hier müsste ja irgendwo... Wow. Ich will den ja nicht rammen. Und da ist das Schiff, was wir begleiten. Also, weiter geht's zum nächsten. Punkt. Das sollte mich wundern, wenn hier kein Feind auf uns war. Ja. Also. Ziel erfasst. Autopilot wieder aktiv. Jetzt gucken wir erstmal, wie es unserem Frachter geht. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Na prima. Das war bestimmt noch nicht alles. Gatos in Sicht, Sir. Gut. Ein Corvette. Da. Na komm. Guter. Bisschen ruhig. Lösen und angreifen! Anderle, jetzt geht's rund! So, das ist Sack drauf, halt. Mit Dreck und stirb, Gato! Sehr gut. Jetzt kann man hier weg, denn die bekannte Korvette schaffen wahrscheinlich eh nicht. Also, weiter. Gatos in Sicht, Sir. Jetzt habe ich keine Raketen mehr.
Lösen und angreifen! Andale, jetzt geht's rund! So. Der nervige Nachkomme von Affen. So, noch einer. Schreck und stirb, Gato! Ja, da. Okay, da ist das schon so weit für mich entfernt. Ich krieg ihn noch nicht. Ah, da ist noch ein anderer, der hinter mir ist. Na komm. Ich gehe jetzt hier nicht drauf. Ausgezeichneter Schutz, Sir. Gut, und da ist aber noch einer. Gut, den hätten wir. Jetzt sollte theoretisch ja der Autopilot wieder kommen. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. So. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Kein Problem. Leite Jumpsequenz ein. Einsatzziel erreicht. Okay, er ist fortgesprungen. Dann zurück zum... zum Trägerschiff. So. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Tja, wie es aussieht, ist der Colonel im Anmarsch. Ist alles paletti, Sie können reinfliegen. Okay. Ich komme. Also landen wir mal. So. Alles aussteigen. Der hat sogar Zähne unten dran. Man kann ja auch Waffen koppeln und alles sowas. Das habe ich jetzt alles noch nicht gemacht. Müsste ich mich noch ein bisschen länger mit den Tasten beschäftigen. Na, war das Flugstil heiß? Flugstil. Jawohl. Danke, Rachel. Gut, also zur Flugzentrale. Eckchen wieder aus. Dass wir nicht schwitzen. So, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Für heute ist das erstmal mit Winkel 103. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Astronier.